Herzlich willkommen zu meinem Tagebuch vom 6. Juli 2023. Es war ein Donnerstag und es ist rein, ja, wie soll ich sagen, rein technisch, also gesehen, gar nichts passiert. Rein emotional gesehen gibt es da schon mehr zu erzählen. Zum Beispiel habe ich immer noch mit Schlumpf, aka Alex, riesigen Streit gehabt, weil ich, weil sie hat so ein TikTok-Video hochgeladen, in dem die NSU Opfer verhöhnt wurden, und das hätte sie nicht gewusst. Ich bin auch emotionaler geworden. Ich habe dann gesagt, dass sie sich selbst piep soll. Das habe ich dann später zurückgenommen, und dann habe ich auch, hat sie dann gesagt, dass ich feige wäre, und ich habe dann das akzeptiert von ihr, und jetzt bin ich in die Party noch reingegangen, und sie hat kein einziges Wort mit mir geredet, kein einziger Wortwechsel. Mit Bulli hat sie viel geredet, und dann bin ich dann wieder rausgegangen, also normal bin ich dann wieder rausgegangen um 8 Uhr, und dann habe ich ihr geschrieben, jetzt kannst du ihr erzählen, was passiert ist, also loshetzen, und das hat sie dann auch wieder als persönlichen Angriff gesehen, und ja, und so ist die Lage, und ich denke mal, dass ich jetzt so ein oder zwei Wochen einfach nicht mehr in die Party reingehe, bis sich die Sache gelegt hat. Und es war Donnerstag, aber am Donnerstag habe ich viel YouTube konsumiert und viel TikTok. Aber es war allerdings wieder mal schön, so nach den Abschlussprüfungen ein bisschen Zeit zu haben. Ich würde sagen, es war trotzdem eine 4 von 10 Punkten für heute.